Schmeckt eigentlich gut, aber ungesund ist es. Wissen wir alle, dass es ungesund ist, ne? Und trotzdem machen wir es immer wieder. Habt ihr auch schon mal versucht aufzuhören? Also ich schon öfter. Und momentan kriege ich es leider immer noch nicht hin. Wenn man zusätzlich noch unter Depressionen oder Angststörungen leidet, dann finde ich persönlich, dass es das Ganze noch erschwert. Und heute möchte ich dir einmal ein Medikament vorstellen, das angeblich sehr gut hilft gegen das Rauchen, aber auch gegen Depressionen. Wovon ist die Rede? Von Bupropion. Darum geht es heute in meinem Video. Viel Spaß. Wer unter einer seelischen Störung leidet, wie Angststörungen oder Depressionen, und gleichzeitig den Glimmstängel ablegen möchte, der hat sich so einiges vorgenommen, denn ganz so leicht ist das nicht. Hallo, du wunderschöne Seele, ich bin der Juan und ich helfe dir, seelische Gesundheit auf Dauer zu erreichen, um dich wohlzufühlen, ohne Vereinsamung und Hoffnungslosigkeit. Heute geht es um das Medikament Bupropion. Am Ende dieses Videos werden wir erfahren, wie gut es gegen die Nikotinsucht wirkt. Aber davor erkläre ich dir jetzt einmal ganz kurz, ja, den Wirkmechanismus von Bupropion. Der ist nämlich wie folgt. Wenn wir Bupropion einnehmen, dann sorgt das enthaltene Amphetamin, das innen drinnen ist, im zentralen Nervensystem, dass hier oben in den Neuronen weniger Dopamin und weniger Noradrenalin freigesetzt wird. Das hat dann natürlich zur Folge, so zumindest die These, dass Depressionen gelindert werden oder, ja, wenn man möchte, geheilt. Das muss man dann jeder für sich entscheiden, wie man dieses Wort verwenden würde. Und natürlich das Nikotinverlangen wird natürlich auch immer weniger dadurch. Und das funktioniert auf folgendermaßen. Die Tabletten werden als Retardtablette eingesetzt. Das bedeutet, der Wirkmechanismus wird, ja, wenn man so möchte, verlangsamt eingesetzt, wenn man es einnimmt, und kommt dann zu den gewünschten, naja, zu den gewünschten positiven Wirkungen. Selbstverständlich möchtest du ganz sicher wissen, wie die Dosierung bei Bupropion ist. Und die ist wie folgt. Du solltest, also bei Erwachsenen, nimmt man 150 Milligramm pro Tag ein. Diese 150 Milligramm kannst du nehmen, unabhängig von den Mahlzeiten. Aber die allermeisten sagen, dass sie es in der Früh nehmen. Jetzt kommt Folgendes. Wenn sich deine Beschwerden, die depressive Episode, die rezidivierende Depression, je nachdem, was dein Arzt dir diagnostiziert hat, nach 2 bis 4 Wochen nicht gebessert hat, dann kann man tatsächlich von 150 Milligramm auf 300 Milligramm gehen. Wichtig zu beachten ist nur, dass dazwischen mindestens 24 Stunden freigehalten werden sollten. Ganz kurz auch mal ein paar persönlichen Worte an dich. Ich selber kann es wirklich bezeugen, dass wenn man unter psychischen Problemen leidet und gleichzeitig raucht, sehr oft Angst hat, das Rauchen aufzuhören. Das liegt halt meistens auch daran, weil sich der eine oder andere dann denkt, wenn ich jetzt dieses Laster aufgebe, dann kann es ja sein, dass ich meine Depression, meine Angststörung oder meine Zwangsgedanken noch verschlimmern. Also ich kann da echt mitreden, weil bei mir war das damals auch so. Wenn du jetzt aber der Meinung bist, dass du es selber nicht schaffst und du Bupropion jetzt einnimmst, dann solltest du wissen, dass du die 150 Milligramm bis zu 8 Tage lang nehmen kannst und danach anschließend kannst du nach 8 Tagen schon auf 300 Milligramm hochgehen, wenn du ein sehr, sehr starker Raucher bist und es selber nicht schaffst. Das solltest du unbedingt beachten. Darauf sollte eigentlich der Arzt dich auch unbedingt aufklären. Aber ganz kurz möchte ich noch einmal darauf eingehen. Das Rauchen an sich, das Nikotin, und das sage ich selber als Raucher, und da bin ich gerade echt selbstkritisch, das tut eigentlich deine psychischen Probleme nicht verbessern, sondern verschlechtert sie. Denn Rauchen ist dafür bekannt, dass dich das zwar beruhigt, wenn du dann dran ziehst und das Dopamin wieder ansteigt, aber langfristig macht dich Rauchen im Rahmen einer Angststörung sogar noch nervöser. Alle Medikamente hat auch Bupropion Nebenwirkungen, ne? Also ganz klar. Und zu den häufigsten Nebenwirkungen zählen ganz klar, meistens sind da Schlafstörungen vorhanden. Es ist aber auch so, dass es man oft häufig zu Kopfschmerzen kommen kann, aber auch vor allen Dingen zu Gastroproblemen. Also es kann zu Übelkeit, Erbrechen kommen. Häufig zu beobachten ist eine
Appetitlosigkeit, eine Akathie ist oft zu beobachten. Am Anfang vor allen Dingen kann es zu vermehrt Angst kommen. Zittern, Geschmacksstörungen, Sehstörungen können auch sehr oft vorhanden sein. Gesichtsrötung, Bauchschmerzen etc. Es gibt da tatsächlich noch ein paar mehr. Aber wenn ich die jetzt alle aufzählen würde, dann würde das tatsächlich den Rahmen sprengen. Das sind so ziemlich die häufigsten Nebenwirkungen, die da auftreten können. Aber die allermeisten Nebenwirkungen verschwinden dann tatsächlich nach 2 bis 3 Wochen wieder. Also Bupropion hat selbstverständlich auch Wechselwirkungen, so wie alle anderen Medikamente auch. Aber wir haben ja schon erfahren, dass Bupropion nicht auf den Serotoninspiegel im Gehirn antrifft. Oder zumindest nur sehr wenig. Deshalb kannst du tatsächlich gleichzeitig auch hier, wenn du dieses Medikament verordnet bekommen hast, 5-HTP nehmen, GABA nehmen oder auch Johanniskraut, weil hier so ziemlich wie gar nicht oder überhaupt fast eigentlich gar nicht Wechselwirkungen bekannt sind. Wenn du wissen möchtest, was 5-HTP ist, dann verlinke ich das hier oben einmal auf den i-Punkt. Ja, zu den Medikamenten gibt es natürlich, also gerade bei Bupropion, eine ganz lange Liste. Und diese lange Liste, mit denen du Medikamente nicht miteinander kombinieren darfst, tue ich dir unten in der Infobox alles einmal auflisten, dass du dir das in Ruhe durchlesen kannst. Also hier unten drunter. Ganz kurz sei aber gesagt, dass du, weil ich weiß, dass ganz viele Menschen, die unter Depressionen und Angststörungen leiden, oft das Medikament Paroxetin verschrieben bekommen. Und Paroxetin darf unter gar keinen Umständen mit Bupropion gemischt werden, weil das hätte ganz fatale Folgen. Das gleiche gilt übrigens auch für das allererste Antidepressiva, nämlich Imipramin. Jetzt Bupropion gegen Depressionen und gegen Nikotinsucht anwenden, ja oder nein? So, mein Fazit ist dazu folgendes. Ich habe erstens Bupropion noch nie genommen, kann also dir selber aus meiner Erfahrung nicht sagen, wie es wirkt. Aber ich würde dir eins vorschlagen. Wenn du wirklich das Rauchen aufhören möchtest, dann mach das nicht mit Bupropion, sondern kauf dir vielleicht solche Nikotinpflaster, ne? Oder so Kaugummis etc. Das allermeiste aber, ne, kommt tatsächlich von deiner inneren Einstellung. Ne? Also ich weiß es von mir selber, wenn man wieder dieses Verlangen hat, ich brauche jetzt Dopamin, dann musst du in dem Moment sagen, ja, ich brauche jetzt Dopamin, aber wie in anderen Videos auch schon gesagt, ich muss halt jetzt dieses Gefühl akzeptieren, annehmen und dann loslassen. Wieder was anderes tun und dann immer weiter. Nach der Zeit werden diese Rezeptoren einfach immer ruhiger und ruhiger. Und das ist etwas, woran ich auch noch stark arbeiten muss, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich persönlich habe aber Erfahrungen mit Angststörungen und Depressionen und Zwangsgedanken mit dem Medikament Escitalopram gemacht. Und das verlinke ich dir einmal hier. Ich bedanke mich bei dir fürs Zusehen. Dein Juan. Namaste.